Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Strickanleitung und heute habe ich euch ein neues RVO-Shirt mitgebracht, ein Raglan-von-oben-Shirt, das ich mit diesem wunderschönen Garn gestrickt habe, mit Summer Treat Degradé von Katja. Und ich habe das hier im Original in der Größe 36-38 gestrickt und habe hierfür 2,5 Knäule von diesem Garn verwendet. Gibt es in mehreren unterschiedlichen Farben in meinem Online-Shop auf romifischer.de. Habe ich euch aber auch nochmal unter dem Video verlinkt. Dort findet ihr auch den Link zur schriftlichen Anleitung, falls ihr lieber mit dieser oder ergänzend mit dieser arbeiten möchtet. Raglan bedeutet ja, dass man es auch ganz easy in allen möglichen Größen anpassen kann. Das heißt also, natürlich, wenn ihr nicht 36, 38 habt, könnt ihr dieses Shirt trotzdem stricken. Wie gesagt, für Größe 36, 38 habe ich 2,5 dieser Knäule verwendet. Für jede weitere Doppelgröße kalkuliere ich circa ein halbes weiteres Knäuel ein. Ich nenne euch hier mal die Angaben zu dem Garn, das ist ein 100 Gramm Garn und pro Knäuel sind das 185 Meter in etwa. Besteht aus Baumwolle und Hanf und ja, gibt es in vielen unterschiedlichen Farben. Die Nadelstärke habe ich hier genommen 4,5. Einmal ganz wichtig eine 80 cm Nadel, aber ihr benötigt auch so eine 40 cm Nadel für oben für den Halsausschnitt. Alternativ könnt ihr eventuell auch ein Nadelspiel verwenden, rate ich aber von ab, weil durch die Zunahmen das dann schon relativ früh ein bisschen unangenehm wird. Also nehmt lieber eine 40 cm Nadel. Unbedingt benötigt ihr eine 80 cm Nadel in 4,5. Dann natürlich Schere, Wollnadel, ganz super wichtig, Maßband und Maschenmarkierer. Insgesamt 5 Stück, wovon einer unbedingt eine andere Farbe und Form haben sollte. Der sollte sich unbedingt von den anderen 4 unterscheiden, denn das ist unser Rundenmarkierer. Der markiert, wann eine Runde aufhört und eine neue beginnt. Und die verwenden wir für die 4 Raglan-Linien. So, das war's an dieser Stelle. Wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und wenn mal Fragen offen sein sollten zu meinen Anleitungen, könnt ihr diese rund um die Uhr auch in meiner Facebook-Gruppe stellen. Den Link dazu hinterlasse ich euch auch hier unter diesem Video. Und jetzt will ich nicht länger rumsabbeln. Es soll endlich losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, bevor wir loslegen können mit der Maschenaufnahme und dem Strickspaß, muss ich euch leider vorweg mit ein paar Zahlen ärgern, denn wir müssen ja wissen, wie viele Maschen jeder einzelne von uns aufnehmen muss. Und das ist abhängig von 2, 3 unterschiedlichen Faktoren und dafür müssen wir ein bisschen mit Zahlen arbeiten. Zunächst einmal nehmen wir uns das Maßband und messen unseren Halsumfang ab. Also einmal ringsherum um euren Hals abmessen. Und am besten ist, ihr macht euch auch so eine Zeichnung bzw. so eine Auflistung. Dann kommt ihr später nicht mit den einzelnen Zahlen durcheinander, wo ihr alles aufschreibt. Alles ist übersichtlich und dann können wir Stück für Stück die einzelnen Punkte durchgehen. Also einmal ganz oben notiert ihr euren Halsumfang. Und dann nehmt ihr eure Nadeln und euer Garn und fertigt eine Maschenprobe an. Denn ihr müsst wissen, wie viele Maschen bei euch auf 10 cm kommen. Das ist bei mir der Fall mit 18 Maschen, also 10 cm Länge. Das ist ganz wichtig. Die Höhe ist erstmal zweitrangig bzw. eher unwichtig jetzt für diese Berechnung. Wir brauchen die Länge. Und dafür müsst ihr das wissen. Und bei mir, wie gesagt, sind das 18 cm. Dann hätten wir einmal so eine Wurstpelle um unseren Hals herum. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen dadurch, dass es ja auch ein Sommershirt ist, dass es alles etwas lockerer wird. Und deshalb berechnen wir links und rechts zusätzliche 10 cm, also insgesamt 20 cm zu unserem Halsumfang dazu. 20 plus bei mir 35 Halsumfang sind 55 cm. Also ich berechne jetzt die Maschenzahl für bei mir 55 cm. Und hierfür nehme ich meine 18 Maschen, teile die durch die 10 cm.
Ihr müsstet eure Zahlen gegebenenfalls anpassen. Die 35, die 18, ne? Wie gesagt, meine 18 Maschen geteilt durch 10 cm ergibt 1,8 Maschen pro einem Zentimeter. Diese 1,8 Maschen rechne ich dann mal 55, also für den Umfang, für den ich die Maschenzahl brauche. Das muss ich mir ja errechnen. Bei mir sind das 99 Maschen. Nicht bei jedem kommt hier eine glatte Zahl raus. Bei den meisten kommt hier auch eine Kommazahl bei raus. Das muss entsprechend aufgerundet werden. Die Maschenzahl muss insgesamt teilbar sein durch 4. Das ist die 99 nicht. Die nächsthöhere Zahl ist 100. Ich hoffe, dass ihr diese einzelnen Punkte gut verstanden habt bis hierhin, dass ihr hier gut mitgekommen seid. Und ich rate euch wirklich an, euch auch so einen Zettel zu machen, wo ihr das alles übersichtlich habt. So, jetzt beginnen wir mit der Aufteilung. Also ich weiß für meinen Teil, ich muss 100 Maschen aufnehmen. Wobei ich, ne, ich überlege, na doch, die Aufteilung können wir jetzt schon durchgehen. Wir müssen ja die Maschen aufteilen auf 4 Bereiche. Die Vorder- und Rückseite und die beiden Ärmel. Bei mir sind es 100 Maschen. Die teile ich durch 2, da kommt 50 raus. Und diese Zahl 50 teile ich nochmal durch 2. Und das Ergebnis teile ich nochmal durch 2. Also dreimal hintereinander durch 2 teilen. Beginnend bei der Maschenzahl, die ihr aufnehmen müsst. Die letzte Zahl, die da rauskommt, das ist eure Ärmelmaschenzahl. Die muss dann natürlich, wenn da eine Kommazahl bei rumkommt, auf- bzw. abgerundet werden. Die muss durch 2 teilbar sein. 12 Maschen pro Ärmel. Ich habe ja 2 Ärmel, also 24 Maschen. Von der Gesamtmaschenzahl, die ich aufnehmen muss, sind 24 Maschen für die Ärmel reserviert. 2 mal 12. Bleiben noch 76 Maschen übrig. Die teile ich nochmal durch 2 und dann habe ich die Maschenzahl für die Vorder- und Rückseite. Damit ihr das versteht, damit ihr nicht denkt, so, hä, Zahlenwirrwarr, Chaos, ich raff jetzt gar nichts mehr, habe ich hier die Skizze für euch. Insgesamt 100 Maschen bei mir in meinem Fall. Und das kommt am Ende raus. 12 Maschen jeweils für die Ärmel. Und 38 Maschen jeweils für die Vorder- bzw. Rückseite. Das ist das Ergebnis der Aufteilung, wie ich das hier berechnet habe. Ich hoffe, dass ihr das gut verstanden habt, dass ihr das für euch auch hinbekommt, sonst zur Not nachfragen. Und jetzt geht's los mit der Maschenaufnahme. So, ich nehme für die Maschenaufnahme die kurze Nadel mit 40 cm. Einfach deshalb, weil wir ja mit dem Halsausschnitt beginnen und da ist das ja alles sehr schmal, da können wir nicht mit der 80 cm Nadel arbeiten, da kommen wir nicht hin. Also das muss die kurze Nadel sein. Gegebenenfalls könnt ihr auch sonst mit einem Maschenspiel, mit einem Nadelspiel arbeiten oder Sockenstricknadeln genannt. So, also erst einmal die Maschen aufnehmen. So, und wenn ihr dann alle Maschen aufgenommen habt, die ihr für euch ausgerechnet habt, kommt der Maschenmarkierer auf die rechte Seite. Und dann könnt ihr das Ganze zur Runde schließen. Allerdings müsstet ihr vorweg aufpassen, dass hier nichts verdreht ist und dass die Maschen alle in die gleiche Richtung zeigen. Genau das habe ich hier nämlich nicht, wie ich hier gerade bemerke. Also muss ich hier genau an dieser Stelle nochmal drehen, genau. So, und dann können wir nämlich direkt mit dem Halsbündchen beginnen. Und zwar stricke ich hier
das Standardbündchen eine Masche rechts, eine Masche links. Komplette Runde lang immer im Wechsel eine Masche rechts, eine Masche links. Wenn ihr am runden Ende angekommen seid, schiebt ihr einfach den runden Markierer auf die andere Nadel rüber und strickt dann einfach weiter und beginnt die nächste Runde sozusagen. Und jetzt erst einmal ohne die Aufteilung, wie wir es ausgerechnet haben, sondern einfach erstmal in Runden das Bündchen stricken. So, ich habe jetzt insgesamt 4 Runden in dem Bündchenmuster gestrickt. 4 Runden beziehungsweise so 2 bis 3 Zentimeter, so in etwa. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon die anderen Maschenmarkierer dran gemacht. Im Moment fungiert dieser Rundenmarkierer zeitgleich auch als Maschenmarkierer für den Raglan, für die Raglanmasche. Wird sich gleich im Laufe der nächsten Runden ändern. Dann ist das nur noch der Rundenmarkierer, der den Anfang und Ende einer Runde markiert. Und dann kommt gleich noch der 4. in Orange hier mit dabei, der die Raglan-Linie markiert. So, ich habe jetzt hier in der vorletzten Runde oder in der letzten Runde vom Bündchen habe ich dann schon die anderen Markierer gesetzt. Ich habe direkt nach dem runden Markierer 38 Maschen abgezählt, dann den ersten Markierer gesetzt, dann 12 Maschen für den Ärmel, danach den nächsten Markierer gesetzt, dann wieder 38 Maschen für den nächsten Markierer und hier 12 Maschen bis zum runden Anfang. Also damit ihr das nochmal versteht, das ist ja hier meine Aufteilung gewesen. Und dort, wo die gestrichelten Linien sind oder diese Ecken, dort habe ich einen Markierer gesetzt. Also 38 nach Masche 38, den nächsten nach Masche 12, den nächsten und so weiter. Und jetzt beginnt sozusagen der Raglan-Teil. Also das, was ihr hier auch in der Zeichnung seht, die gestrichelten Linien, das sind die Raglan-Linien. Und die beginnen wir jetzt zu stricken. Und ich beginne bei der Rundenzählung wieder bei 1, weil ich nicht weiß, ob alle jetzt die gleiche Rundenanzahl bei dem Bündchen gemacht haben, bei dem Halsausschnitt oder ob jemand 10 Runden gestrickt hat, wie auch immer. Und deshalb ist es am einfachsten, wenn ich hier wieder bei Runde 1 beginne. Also, ich schiebe den runden Markierer zur anderen Nadel rüber. Und die erste Masche beim runden Anfang ist ja hier schon die Raglan-Masche. Ich beginne mit einem Umschlag. Die Raglan-Masche selbst stricke ich als eine Masche rechts, danach wieder einen Umschlag und dann stricke ich durchgehend rechte Maschen bis zum nächsten Markierer. Also von jetzt an wird hier nur noch mit rechten Maschen gearbeitet. Immer rechte Maschen stricken. Dadurch sind, das sind ja dann auch unsere Zunahmen. Und dadurch wird das immer größer. Und anhand dieser Zunahmen bei den Raglan-Linien passen wir das dann automatisch auch Stück für Stück schon direkt auf unsere Größe an. Auf unsere jeweilige Konfektionsgröße. So, jetzt bin ich ja gleich beim nächsten Maschenmarkierer.
den schiebe ich auf die andere Nadel rüber. Und dann mache ich das gleiche wie eben. Ein Umschlag, die Raglanmasche selbst, eine Masche rechts und dann wieder ein Umschlag. Und dann stricke ich weiter bis zum nächsten Markierer und dann werden diese Arbeitsschritte wiederholt. So, ich bin jetzt hier am runden Ende bzw. runden Anfang und schiebe den runden Markierer wieder auf die andere Nadel rüber. Und jetzt ist folgendes, ich habe mir hier schon den vierten orangenen Markierer zur Seite gelegt, der ja die Raglanlinie markieren soll oder die Raglanmasche. In Runde 2 stricken wir keine Zunahmen, also keine Umschläge. Wir stricken die Umschläge als eine rechte Masche jeweils. Und dann kommt direkt der Markierer rüber. Und ich stricke jetzt rechte Maschen bis zum nächsten Markierer. Und dann zeige ich euch gleich, wie das dort weitergeht und warum ich direkt nach einer rechts gestrickten Masche hier sofort den nächsten Markierer dran gelegt habe. So, ich bin jetzt hier beim nächsten Markierer angekommen. Den nehme ich erst einmal ab. Dann stricke ich den Umschlag als eine rechte Masche und dann lege ich ihn sofort wieder dran. Deshalb, weil nämlich die nächste Masche ist ja die Raglanmasche und die muss markiert werden, nicht der Umschlag. Und durch die Umschläge bekommen wir ja immer mehr Maschen dazu. Und das machen wir in jeder zweiten Runde, wo wir durchgehend rechte Maschen stricken, dass wir den Markierer immer um eine Masche oder jeden Markierer bis auf den runden Markierer, der die andere Farbe hat, der bleibt an der gleichen Stelle. Nur die Markierer für die Raglanlinien, die werden um eine Masche versetzt. Bin ich hier wieder an der nächsten Markierung angelangt. So, das heißt, den Umschlag stricke ich als eine rechte Masche und dann kommt der Markierer sofort wieder drauf. Die Runden 1 und 2, was diese Raglanlinien betrifft, die werden stets wiederholt. Also immer eine Runde mit den Umschlägen und eine Runde, wo durchgehend rechte Maschen gestrickt werden. Und nur in der Runde 2, wo wir durchgehend rechte Maschen stricken, da werden die Markierer für die Raglanlinien um eine Masche verschoben. Nicht in den Runden, wo wir Umschläge stricken. Da bleiben die Markierer an der gleichen Stelle. Und der andersfarbige Rundenmarkierer, der bleibt immer an der gleichen Stelle. Der wird gar nicht verschoben. Und ja, jetzt stricke ich erstmal diese Runde hier zu Ende. Also ich bin jetzt bei Runde 3 bei den ersten Ärmelmaschen. Und da dieses Shirt Rüschenärmel bekommen soll, müssen wir hier in Runde 3 alle Ärmelmaschen verdoppeln und das heißt also zunehmen. Ich bin jetzt hier erstmal bei der Raglanlinie, die stricke ich mit einem Umschlag, einer Masche rechts, einem Umschlag. Dann stricke ich die nächste Masche rechts und dann stricke ich Zunahmen. Das heißt, ich nehme hier den Querfaden und stricke daraus eine rechte Masche, dann wieder eine Masche rechts und dann nehme ich hier den Querfaden und stricke daraus eine Masche rechts stricken und dann eine Zunahme aus dem Querfaden, eine Masche rechts, und das mache ich, bis ich bei der anderen Seite angekommen bin, mit jedem Querfaden nach einer rechts gestrickten Masche. Das mache ich in Runde 3 nur ausschließlich mit den Ärmelmaschen so und dann noch mal in Runde 5, da wird das auch noch mal wiederholt bei beiden Seiten, mit beiden Seiten der Ärmelmaschen in Runde 3 und in Runde 5.
Und die Raglan-Linien, das verhält sich genauso. Runde 1 und Runde 2 dieser Raglan-Linien, die ich euch eben gezeigt habe, das wird stets wiederholt. Irgendwann seid ihr an dem Punkt angelangt, wo ihr dann merken werdet, dass ihr viel zu viele Maschen für diese kleine kurze Nadel habt. Und dann ist es an der Zeit, auf die lange Nadel überzuwechseln. Ich mache das immer am runden Anfang bzw. Ende. Nehme diesen Markierer erst einmal ab und schiebe auf der rechten Seite die Maschen alle hier runter. Und dann kann ich die ganz einfach abstricken. Wenn ihr in einer Zunahmerunde seid, wo ihr an den Raglan-Linien die Umschläge strickt, dürft ihr das natürlich nicht vergessen. Ansonsten bleibt alles gleich. Einfach rechte Maschen stricken und die Markierungen einfach mit rübernehmen. Also so wie hier, einfach den Markierer rüberschieben. Und ich bin hier in der Zunahmerunde und deshalb stricke ich hier die Umschläge mit. Und wenn ihr dann die Maschen auf die lange Nadel rüber gestrickt habt und dann alle Maschen abgestrickt habt, dann macht ihr diesen runden Markierer wieder auf die rechte Nadel und dann könnt ihr ganz einfach weiter stricken. So, jetzt stellt sich manch einer von euch wahrscheinlich die Frage, wie lang muss meine Raglan-Linie werden, worauf muss ich achten und so weiter. Wie viele Runden muss ich stricken? Also wie viele Runden ihr stricken müsst, das kann ich euch im Einzelnen nicht verraten, aber ich kann euch sagen, wie lang eure Raglan-Linie werden muss. Und zwar folgendes. Ich habe hier meine Skizze erweitert. Ein bisschen krakelig. Und zwar seht ihr hier eingezeichnet diese gestrichelte Linie, also das, was hier in dieser Zeichnung, hier in der Vogelperspektive die Raglan-Linien sind, ist das, wenn wir es uns überziehen. Das ist ja hier unser Halsausschnitt. Wenn wir das anziehen, ist das hier unsere Raglan-Linie, zwei vorne, zwei hinten. Und ihr messt bitte mit eurem Maßband mal bei euch die Zentimeteranzahl von diesem Punkt hier, also wo die Schulterpartie hier in die Halspartie übergeht. Von diesem Punkt auf dem mittlersten, obersten Punkt runter zu eurer Achselhöhle. Aber nicht direkt in eure Achselhöhle rein, weil dann konstruiert ihr sowas wie eine Wurstpelle für euren Arm und so eng soll es ja auf gar keinen Fall werden. Also achtet darauf, dass da noch genug Platz ist. Ihr könnt als Beispiel ein T-Shirt von euch nehmen oder irgendetwas dergleichen, was euch gut steht, was gut sitzt und wo der Armausschnitt angenehm ist. Und daran könnt ihr euch gegebenenfalls auch orientieren, wie viele Zentimeter das sind. In meinem Fall sind das mit so einer kleinen Lücke. Wir wollen es ja, wie gesagt, nicht zu einer Wurstpelle verkommen lassen, die hauteng sitzt. Ihr solltet so ungefähr 1 bis 2 Zentimeter mit dazu rechnen. Und bei mir sind das insgesamt 28 cm. Jetzt haben wir aber Folgendes gemacht. Wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, wir rechnen links und rechts jeweils 10 cm mit dazu. Deshalb beginnt unser Ausschnitt, unser Shirt, beginnt ja gar nicht hier in diesem obersten Punkt, sondern 10 cm weiter runter. Das bedeutet in meinem Fall, meine Linie, die ich ausgemessen habe, geht insgesamt so 28 cm mit dieser kleinen Lücke von 1 bis 2 cm, die ich unten noch brauche, rund um die Achselhöhle. Aber ich habe ja schon 10 cm Lücke hier oben. Das heißt, meine Raglan-Linie an diesem Strickstück muss ergänzend noch 18 cm haben. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine. Weil unser Shirt beginnt ja nicht direkt hier oben, direkt am Hals, sondern ein Stück weiter runter. Und durch diese 10 cm Platz, die wir am Anfang gelassen haben. Und deshalb muss meine Raglan-Linie nicht die kompletten 28 cm haben, sondern nur die verbleibenden 18. Die habe ich jetzt erreicht. Und meine Ärmel, die sollen jetzt ein Bündchen bekommen. Das stricke ich nicht im Anschluss extra dran, sondern das stricke ich jetzt noch bevor ich die Ärmelmaschen dann abketten werde. Das heißt also noch bevor ich
vollständig meine 18 cm Raglan-Linienlänge erreicht habe. Ihr müsst für euch bestimmen, wie hoch soll euer Bündchen an den Ärmeln sein. Soll das auch nur so wenige Zentimeter sein wie hier das Halsbündchen? Das besteht ja hier aus insgesamt 4 Runden. Oder soll es ein bisschen breiter sein, wie auch immer? Das müsst ihr selbst bestimmen. Ich stricke das kraus, das Bündchen. Und in jeder zweiten Reihe, das heißt in den Reihen, wo keine Umschläge gestrickt werden, da stricke ich eine Krausreihe, aber nur an den Ärmelmaschen, nicht auf der Vorder- und Rückseite. Das heißt, der Umschlag, also das, was ich eben als Umschlag gestrickt habe, wird noch als eine rechte Masche gestrickt. Beziehungsweise die wird ja auch übernommen. Moment, ich muss das ja erstmal wieder so machen, dass ich den Maschenmarkierer erst danach wieder drauf nehme. So, die Raglan-Linie selbst wird als eine rechte Masche gestrickt. Das ist ja die Raglan-Masche hier, die Linie. Und die Maschen danach werden als linke Maschen gestrickt. Die komplette Seite des Ärmels. Auf der anderen Seite die Ärmelmaschen natürlich ganz genauso. So, ich stricke jetzt die kompletten Ärmelmaschen als linke Maschen und zeige euch gleich, wenn ich auf der anderen Seite angekommen bin, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite angekommen. Dann nehme ich den Markierer ab, stricke den Umschlag der anderen Seite als eine linke Masche und dann kann ich den Markierer wieder drauf machen und dann stricke ich hier auf der anderen Seite weiter meine rechten Maschen. In der darauffolgenden Runde, wenn wieder die Zunahmen gestrickt werden mit den Umschlägen, dann werden die Ärmelmaschen wieder als rechte Maschen gestrickt. Das ist immer abwechselnd, die Ärmelmaschen, also in den Runden, wo keine Zunahmen gestrickt werden, da werden die Ärmelmaschen als linke Maschen gestrickt und in den darauffolgenden Runden, wenn wieder die Zunahmen durch Umschläge gestrickt werden, wieder als rechte Maschen. Das immer im Wechsel. Was ich eben vergessen habe hinzuzufügen ist, die Runde beginnt ja eigentlich hier auf einer Ärmelseite. Hier habe ich aber nicht direkt nach dem Rundenmarkierer mit den linken Maschen begonnen bei dem Bündchen, sondern ich habe einmal hier noch rechte Maschen gestrickt, dann natürlich hier die Vorderseite oder wahlweise Rückseite rechte Maschen und dann erst hier bei dem nächsten Ärmel mit den linken Maschen für die Armausschnittbündchen begonnen. Und dann hier entsprechend die Runde beendet und das Teil hier, das Stück, bis zum nächsten Markierer für die Raglan-Linie dann auch noch als linke Maschen gestrickt. Weil das ja hier mitten im Ärmel ist, der Rundenanfang bzw. Ende. Und das habe ich dann erst hier zum Schluss gemacht. So, jetzt habe ich hier mein Bündchen fertig. Also auch hier habe ich nur 4 Runden gestrickt. Das heißt, rechte Maschen, eine Runde linke Maschen, wieder eine Runde rechte und danach wieder eine Runde linke Maschen. Und wenn wir wieder bei dem Punkt angekommen sind, wo rechte Maschen gestrickt werden, bei dem Bündchen, da beginne ich dann die Maschen abzuketten. Es ist so, dass bei der Abkettrunde keine Umschläge bzw. keine Zunahmen mehr gestrickt werden. Und ich nehme jetzt auch Stück für Stück diese Markierer weg, weil die brauchen wir dann nicht mehr. So. Ich stricke hier noch die letzte Masche vor dem Markierer. Die Raglan-Masche selbst, die behalte ich bei, die stricke ich als eine Masche rechts ab. Und alle Maschen, die ihr hier als kraus gestrickt seht, die kette ich jetzt der Reihe nach ab. Und ich wende hier das elastische Abketten an, das heißt, ich beginne mit 2 Maschen rechts, schiebe die linke Nadel vorne
durch die beiden Maschen hindurch, hole mit der rechten Masche, mit der rechten Nadel nochmal den Faden durch beide Maschen hindurch und dann können beide Maschen von der linken Nadel gleiten. Und von jetzt an stricke ich nur noch eine Masche rechts, schiebe die Nadel, die linke, wieder durch beide Maschen hindurch, hole mit der rechten den Faden durch beide Maschen und lasse sie von der Nadel gleiten. Eine Masche rechts stricken, mit der linken Nadel durch beide Maschen, mit der rechten den Faden holen. Und so geht das jetzt stets weiter. So, ich bin jetzt hier bei dem anderen Maschenmarkierer angekommen. Den nehme ich jetzt auch runter. So, und dann stricke ich noch einmal eine Masche rechts. Das ist ja die Raglan-Masche, schon von der anderen Seite. Und dann kette ich noch einmal eine Masche ab. Und dann stricke ich ganz normal die Maschen einer Frontseite, bis ich bei den anderen Ärmelmaschen angekommen bin. Und da wird natürlich auch abgekettet, aber da zeige ich euch gleich nochmal, was wir da mit dem runden Markierer machen, der ja mitten bei den Ärmelmaschen ist, aber der trotzdem nicht verloren gehen darf. Das zeige ich euch dann gleich. So, ich bin jetzt hier an dem Punkt bei dem runden Markierer. Den nehme ich vorübergehend ab, der kommt gleich wieder drauf. Ich nehme jetzt hier nochmal die Maschen ab, die kette ich alle noch ab, bis ich hier angekommen bin. Und dann kommt der wieder drauf, aber das zeige ich euch dann gleich. So, ich habe jetzt hier soeben den Maschenmarkierer abgenommen. Stricke jetzt noch die letzte Masche zum Abketten. So, und dann mache ich Folgendes. Ich schiebe jetzt erst einmal diese Masche auf die linke Nadel rüber. Dann nehme ich den runden Markierer auf die rechte Nadel. Und dann schiebe ich die gestrickte Masche wieder rüber. Und das bedeutet, dass der Rundenmarkierer hier wieder drauf ist und jede angefangene und beendete Runde anzeigt, genau an dem richtigen Punkt. Und ab jetzt werden nur noch die Maschen von der Vorder- und Rückseite gestrickt, durchgehend rechte Maschen. Und Runde für Runde einfach weiter stricken. Das werde ich jetzt auch erstmal tun. Und wenn ich beim nächsten Arbeitsschritt angekommen bin, dann zeige ich euch an dieser Stelle, wie es weitergeht. So, ihr Lieben, ich habe jetzt wieder einige Runden weiter gestrickt, wie ihr seht. Und wenn ihr auf Taillenhöhe angekommen seid, an diesem Punkt beginnt das Bündchen, denn dieses Shirt hat ein erhöhtes Bündchen, was ab Taille beginnt. Das müsstet ihr natürlich bei euch ausmessen, weil das kann ich euch natürlich nicht sagen, ab welcher Runde bei euch die Taille beginnt. Das müsstet ihr anhalten oder vielleicht an einem Shirt, an einem, wo ihr das abgleichen könnt und anlegen könnt, dann entsprechend ausmessen. Dann müsstet ihr einmal bitte eure kompletten Maschen zählen, die ihr auf der Nadel habt. Denn für das kommende Muster muss die Maschenzahl teilbar sein durch 6. Ist sie das nicht, müsst ihr nochmal eine Runde mit Zunahmen stricken. Die Differenz, also als Beispiel, ich hatte eben noch 146 Maschen auf der Nadel. Die nächsthöhere Zahl, die teilbar ist durch 6, ist 150. Also musste ich noch eine Runde stricken mit Zunahmen. 4 Maschen musste ich zunehmen. Ich habe die Zunahmen genauso gestrickt, wie ich sie euch hier bei den Ärmeln gezeigt habe, bei den Ärmelmaschen, wo wir aus dem Querfaden die Maschen zugenommen haben. Genau das machen wir an diesem Punkt auch. Nur mit dem Unterschied, dass in dieser Zunahmerunde nicht alle Maschen direkt hintereinander zugenommen werden, weil sonst entsteht hier so was Wellenartiges, genauso wie wir das hier haben. Das wollen wir ja nicht. Das soll ja glatt aussehen.
Deshalb müsst ihr darauf achten, dass ihr sämtliche Zunahmen für diese Runde quer verteilt oder gleichmäßig verteilt über die ganze Runde macht. Nicht direkt alle hintereinander. Ganz super wichtig in dieser Runde. So, und jetzt zeige ich euch natürlich, wie das Muster gestrickt wird, wenn ihr dann alle Maschen zugenommen habt, die ihr benötigt. Wenn eure Zahl im Übrigen von Anfang an teilbar ist durch 6, dann braucht ihr natürlich gar keine Zunahmerunde stricken, dann könnt ihr direkt mit dem Bündchenmuster beginnen. Das heißt, das ist das doppelte Rippenlochmuster, so heißt das. Und das besteht aus 4 unterschiedlichen Runden, die ich euch jetzt im Folgenden zeige. Also, wir beginnen Runde 1 mit einer Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, eine Masche links und 2 Maschen rechts. Ich zeige euch das nochmal. Also eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, eine Masche links und 2 Maschen rechts. Nochmal ein bisschen näher. Also noch einmal. Eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen rechts verschränkt, also hier hinter der Nadel, zusammenstricken. Eine Masche links und 2 Maschen rechts. Und genau das wiederholen wir jetzt die komplette Runde. Runde 2 und 4 werden exakt gleich gestrickt. Und zwar beginnen wir mit einer Masche links und danach folgen 2 Maschen rechts. Und das wiederholt sich die komplette Runde. Eine Masche links und 2 rechts. Eine Masche links und 2 rechts. Eine links und 2 rechts. Runde 2 und 4 werden exakt so gestrickt. So, ich zeige euch jetzt noch Runde 3. Und auch diese Runde beginnt mit einer Masche links. Danach 2 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche links und 2 Maschen rechts. Ich zeige euch das nochmal. Eine Masche links, danach 2 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche links und 2 Maschen rechts. Und das wiederholt sich die komplette Runde 3. Runde 4 hatte ich euch ja schon erklärt. Die wird ja genauso gestrickt wie Runde 2, was ich euch eben gezeigt habe. Und so setzt ihr jetzt das Bündchenmuster fort. So weit, wie ihr euer Shirt lang haben möchtet oder aber wie weit euer Garn reicht. Achtet darauf, ihr benötigt noch ausreichend Garn zum Abketten und die Maschen abketten. Das wird auf genauso auf die elastische Art und Weise gemacht, wie ich es euch hier bei den Ärmelbündchen bereits gezeigt habe. Also auf diese gleiche Art und Weise kettet ihr dann alle Maschen im Anschluss ab, wenn ihr euer Bündchen fertig habt. So, wenn ihr dann alle Maschen abgekettet habt, die noch auf der Nadel waren, was ich hier schon gemacht habe, könnt ihr den Faden abschneiden, was ich hier auch in der Zwischenzeit erledigt habe. Dehnt die Masche ein bisschen auf, dann könnt ihr die Nadel rausziehen und den Faden vorsichtig durchfädeln und die Masche zuziehen. Und jetzt geht es darum, dass wir den Faden vernähen müssen, den Anfangsfaden natürlich auch, damit nichts mehr aufribbeln kann. Also ihr seht hier, das ist bei euch wahrscheinlich genauso, dass es hier wie so eine leichte Treppenstufe ist, so eine Erhöhung. Das gleichen wir aus, indem wir dann einfach so 2 bis maximal 3 Maschen daneben einstechen, den Faden durchziehen, anziehen und dann ist es angeglichen, dann sieht man das nicht mehr.
Dann halte ich das fest und mache schnell noch einen Doppelknoten. Fädel das dann auf die Innenseite. Und dann muss der Faden, wie gesagt, vernäht werden. Und das mache ich, indem ich hier durch einzelne Maschen seitwärts jetzt steche. Normalerweise mache ich das immer durch innenliegende Rippen, wenn ich so ein Rippenbündchen gestrickt habe, aber das ist ja jetzt hier nicht möglich. Also mache ich das hier auf der kraus gestrickten Seite hier zum Abschluss durch die letzte Reihe. Die ist ja auf der innenliegenden Seite kraus. Einige Maschen zumindest. Und ihr könnt auch durch den Faden hindurch stechen. Ist sogar besser, weil dann sitzt der Faden fester. So, und dann könnt ihr den Faden abschneiden. Das gleiche macht ihr, wie gesagt, noch mit dem Anfangsfaden. Und dann ist euer Shirt fertig. Und ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen, dass ihr alles gut verstehen konntet und seid schon fleißig beim Nacharbeiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne kreative Strickzeit. Sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss.